Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Star Wars: The Old Republic Let's Play. Und heute werden wir uns dem Aufstand Feuerfrost widmen. Ich habe dazu mal wieder ein paar Leute aus meiner Gilde genötigt, mich zu begleiten. Und dann geht's auch gleich mal los. Feuerfrost ist relativ entspannt. Zumindest wenn man eine Truppe dabei hat, die weiß, was sie tut, was ich von meiner jetzt einfach mal erwarte. Aber wir waren schon des Öfteren mal unterwegs, insofern. Das Setting von Feuerfrost ist auf Hoth und man hat halt relativ viel mit Söldnern zu tun und natürlich wieder mal recht viel mit Gruppeneffekten lösbar. Dann wollen wir mal loslegen, wa? Wir haben Probleme auf Hoth. Eine Gruppe von Piraten des Weißen Schlunds hat das Feuerfrost-Lavawerk übernommen. Ein Hawk namens Droop hat das Kommando. Sie haben jede Menge alte militärische Ausrüstung gehortet. Jetzt zwingen sie die Arbeiter, das alles einzuschmelzen, um neue Schiffe und Waffen zu bauen. Glaubt mir, ihr wollt nicht, dass ausgerechnet Droop eine derartige Feuerkraft in die Finger bekommt. Ihr solltet da rein und dem Ganzen ein Ende machen, bevor es zu spät ist. Die Sicherheit der Fabrik ist gefährdet. Vollständige Abregelung einleiten. Ihr habt schon gemerkt, die NSCs haben sich gerade überschlagen, mit uns zu reden. Natürlich wurden wir auch hier freundlich begrüßt. Hier wird mir gerade ordentlich ins Kreuz geballert. Was soll das denn hier? Hat ja noch niemand gesagt, dass das unhöflich ist? Mensch, echt jetzt. Sowas macht man doch nicht. Denjenigen, der die Eindringlinge tötet, gibt's einen doppelten Gehaltsbonus. Na, wenn das jetzt nicht die ganzen Söldner voll motiviert, sich abschlachten zu lassen von unserer imperialen Elite-Truppe. Kommen wir jetzt auch gleich zum ersten Boss in diesem hübschen Aufstand. Eine Hölle für Fernkämpfer. Hier spricht Schmiedemeister Droop. Schickt die Kampfdroiden. Also ihr seht es schon, diese hübschen weißen Kreise, aus denen sollte man tunlichst rausgehen. Man nimmt ordentlich Schaden, wenn man stehen bleibt. Da freut sich dann der Heiler nicht wirklich. Aber das ist natürlich nicht alles. Denn dann kommen natürlich noch diese blöden Hühner-Druiden. Ich mag's nicht. Ich hab's geschafft, mich gerade mal zwischendrin reinzustellen. Scheint ein guter Platz zu sein. Auch ein zweites Mal stehe ich hier mitten drin. Und da die Hühner-Druiden explodieren, sollte man aus diesem rot angezeigten Radius auch rausgehen. Die tun zwar nicht so sehr viel weh, aber wenn mehrere um einen herum explodieren, Bosse haben in der Regel kein Loot außer Credits und Kommandopunkte. Ihr habt's gesehen, für den kriegt man 32. Könnte schöner sein. So, mal eben aufladen. Jeder Arbeiter, der seinen Leute, Posten unerlaubt verlässt, wird erschossen! Reizend. Oh.
Schmelzraum fest. Alle dorthin schicken. Wenn mich nicht alles täuscht, war das hier früher tatsächlich mal eine H2-Quest oder H4-Quest auf Hoth. Aber könnte auch eine Story-Quest gewesen sein. Auf jeden Fall, dieses Szenario gibt es tatsächlich ein bisschen länger. Und jetzt haben sie es halt in den Aufstand funktioniert. So, man muss diese Teile hier abschalten. Idealerweise so, dass derjenige, der an dieser Konsole rumwerkelt, nicht von den Blutrisiken weggesprengt wird. Falsch mitgenommen. Immer dieser Sammelreflex. Also nochmal. So. Wenn man den zweiten Generator auch noch überladen hat, dann ist der Weg frei zum Endboss. So, und da ist er, Schmiedemeister Drup und sein dicker, großer Kampfläufer. Es wird Zeit, dass euer kleines Abenteuer endet. Erster Job. Die Geschütze ausschalten. Yeah.
Nochmal auf die Geschütze. Also lieber du, wir wissen vor allem, was es kostet, so einen Kampfläufer kaputt zu machen, denn das passiert gerade. Es ist noch nicht vorbei! Halt! Es ist so kalt. Gute Arbeit, Commander. Droop und seine Crew waren eine Bedrohung für den gesamten Sektor. Ganz zu schweigen von all den Arbeitern, die ihr befreit habt. Die Galaxis ist ein bisschen sicherer gemacht und dabei Dutzende von unschuldigen Opfern befreit. Keine schlechte Leistung. Nur damit ihr es wisst, ich schicke ein Bergungsteam in das Feuerfrost-Lava-Werk. Da drin gibt es sicher irgendwas, das die Allianz gebrauchen kann. Na, da freut man sich doch. Wir haben mal wieder die Welt gerettet, Arbeiter befreit, dem Kerl ordentlich einen vor den Latz geklatscht. Was will man mehr? Das war der schöne Aufstand Feuerfrost. Danke fürs Zuschauen. Danke an euch drei, dass ihr mit dabei wart. Und wir sehen uns beim nächsten Aufstand und beim nächsten Let's Play. Bis denn!